So, es geht mal wieder los mit EO Tennis und Alexander Zverev mittlerweile in der vierten Runde, also im Achtelfinale. Und ja, selbst auf Semi-Pro hatte ich 6-0 gewonnen gegen Granollers. Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich auf Profi, ja, nicht wahrscheinlich, ich werde es machen, auf Profi umstellen. Und auf zwei Sätze oben stellen. Also machen wir einfach mal los. Zverev, gut, ja. 83 ist schon etwas stärker. Und wir spielen in Blau. Was der Gegner macht, ist mir eigentlich wurscht. So. Ja, Sätze pro Match 5 machen wir nicht. Pro Match 3. Schwierigkeitsgrad pro. Gehen wir mal in die Dämmerung. Rod Laver Arena natürlich. So. Ja, also Achtelfinale, Schwierigkeitsgrad pro. Und jetzt maximal 3 Sätze pro Match. Wahrscheinlich werde ich das Spiel nicht in einer Folge schaffen. Das heißt, ich werde nach dem ersten Satz wird die Folge zu Ende sein, höchstwahrscheinlich. Und dann in der nächsten Folge geht es dann halt weiter. Weil sonst wären die Folgen zu lang und das ist dann auch. Das macht dann auch keinen Spaß, sage ich mal. So, ja, die Steuerungshinweise. Naja, mittlerweile kann ich es ein bisschen sehen, wie es auf Profi aussieht. Ja, und die Australien oben laufen ja auch mittlerweile schon. Kopf. Und Zverev ist ja da auch schon in der zweiten Runde. Hat einen guten Auftritt hingelegt in der ersten Runde. Mal gucken, wie das so aus deutscher Sicht da noch weitergeht. So, Mannarino fängt an. Muss halt wieder aufpassen. Genau das. Muss ich aufpassen. Ich darf nicht zu viel Fehler machen. Aufpassen. Boah, WTF. Das war ein guter Schlag vom Gegner. Boah, der war aber. Ach. Schade. Ja, ich bin noch nicht wirklich im Spiel drin. Das merkt man schon, ist auf jeden Fall jetzt schwieriger, aber gut. Wäre auch ein Wunder, wenn nicht. Der ist weg, gut. Ja, der hat schon ganz schön Energie verbraucht, der Gegner.
wollte eigentlich Stoppball machen, aber die falsche Taste. Aber gut, es hat auch so funktioniert. Jawohl. Ein Stand. Wieder dran gekommen. Nachdem ich doch ein bisschen ein paar Probleme hatte, ins Spiel zu kommen, läuft es etwas besser. Jawohl. Jetzt merkt man sofort, wenn seine Power weg ist vom Gegner, dass er da Probleme bekommt. Er kriegt auch den ersten Aufschlag nicht richtig hin. Jawoll, schöner Return. Da habe ich doch schon das erste Break. Ich wirklich den Schwierigkeitsgrad umgestellt? Bin es gerade gar nicht mehr so sicher. Ah, jetzt hat er auf einmal wieder Energie. Ah, schön. Ja, Zverev ist stark. Da geht es aus. Ja, das war doof. Unnötig, auf jeden Fall. Schön, schön, schön. Boah, der spielt schon Schläge? Nicht schlecht. Das war sehr, sehr unnötig. Boah, fuck. Okay, da war ich jetzt doch etwas zu geblendet von dem ersten Spiel. Ich muss mich jetzt konzentrieren wieder. Boah, das war richtig knapp, ey. Nein. Scheiße. Boah. Okay, da hat er gleich das Rebreak. Glaube, ich darf den Mund nicht mehr zu voll nehmen. Nicht schlecht. Okay, ich muss mal. Aufpassen. Ah, das wollte ich ja genau nicht. Jetzt muss ich ihn doch haben. Jawohl.
Yes, sehr schön. Oh nein. Ich hatte ihn wieder so weit hinten. Das war unnötig. Das war eigentlich schon wieder den Winner sein müssen. Oh, Schwein gehabt. Ein schlechter Stoppball. So, wieder eine Break-Möglichkeit. Jawoll. Sehr schön. So, drei Spiele, drei Breaks. Muss wieder hier schön hin und her hetzen. Jetzt muss ich ja halt mein Spiel mal durchbringen. Starker Return. Ich bin sofort in der Defensive. WTF nochmal. Sind schon krasse Ballwechsel mitunter. Gott, Mann, Mann, Mann. War schon das sichere. Boah, der spielt hier manchmal Bälle. Ey, konzentrieren bitte. Ich mach wieder ein Mist hier. Das gibt's doch nicht. Das war Glück. Krieg's nicht mal hin, dass ich das im grünen Dings treffe. Was ist denn los, ey? Gerade vom Timing ein paar Probleme. Pfff.
Ich habe Probleme, wenn der solche langsamen Bälle Slice oder so macht. Da habe ich irgendwie Probleme mit dem Timing. Boah, verdammt nochmal. Dass ich das Spiel noch aus der Hand gebe, das nervt mich jetzt voll. Das nervt mich jetzt richtig, ey. Also meine Fehlerquote ist gerade richtig hoch und das ist scheiße. Endlich kam er wieder an ans Feld. Mann, Mann, Mann. Von den Winnern bin ich klar besser, aber habe auch mehr Unforced Errors. Aufpassen. So, und dann wieder Breakbälle. Das wäre dann das fünfte Spiel mit Break. Doppelfehler, perfekt. So, ja, fünf Spiele, fünf Breaks. So, aber jetzt bitte Konzentration. Damit ich hier mal. Boah, geht schon wieder. Jawohl. Oh, endlich mal ein Ass. Jetzt fange ich schon wieder an hier. Bitte. Der kriegt dann noch, oder was? Das war mal was. Ich gehe auch zu wenig ans Netz. Da müsste ich vielleicht. Ah, der war nicht gut. Zu früh. Yes. Mann, Mann, Mann. 4-2. Endlich mein Spiel mal hier durchgebracht. Vierzehn unerzwungene Fehler. Boah. Jawohl.
der war nicht gut. Der Gänsehaus, ich hab's geahnt. War eigentlich so ein klarer Punkt, oder es hätte so ein klarer Punkt für mich sein müssen. Mann, die einfachen kriege ich nicht gebacken. Aber gut, ein bisschen Übung und dann wird es schon irgendwann. Boah, der war knapp. Der ist aus. Ja, wieder Breakball. Ach nein. Ja, wenn ich jetzt gegen einen wie Nadal spielen würde, da hätte ich ja schon ein ganz klares Problem. Oh. Scheiße. Komm schon. Naja, gut. Das hat auch sein Aufschlagspiel durchgebracht. Aber wieder nur durch meine Fehler die ganze Zeit. Neue Bälle. Oh, der wird's aus. Scheiße, mal aufpassen jetzt, bitte konzentrieren. Boah. Gerade ja großes Glück gehabt, Mann, Mann, Mann. Jetzt haut er hier doch mal was raus, ey. Der ist weg. Mit den Essern nicht so richtig hin. Ach, verdammt. Was mache ich denn? Das war knapp. Jetzt hat er wieder das Break geholt. Oh, oh, oh. Er wird noch spannender Satz. Also der, also Profi ist auf jeden Fall fordernder als Semi-Profi, aber sehr wohl logisch, aber. Nein. Ach, das ist doch Mist. Ja, langsam muss ich aufpassen, dass ich hier nicht den Satz irgendwie noch. Haut er auf einmal auch ein Ass raus.
doch wohl nicht. Was wäre es jetzt gewesen, ey? Ganz ehrlich, macht er keine Esser? Jetzt, wo es drauf ankommt, haut er hier die Esser raus. Wow, jetzt laufe ich auf einmal hinterher. Einmal macht er hier richtig los. Nein, doch, boah. Jawohl. Was mache ich denn? Hä? Einfach nicht gedrückt, ich blöd Mann. Ganz wichtig jetzt. Boah, der war knapp. Ja, yes, endlich. Puh, 5-5. Nein. Ich hatte ihn doch schon wieder so weit. Boah, Glück gehabt. Das könnte zu einem Tiebreak kommen. Schön. Nee, 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 der war drin. Und nun? Okay.
Glück gehabt. Ich habe sogar zu Null ins Spiel durchgebracht. So, Tiebreak. Wieder großes Glück gehabt. Haarscharf, ey. Sieht schon mal gut aus, aber wie gesagt, es kann ganz schnell gehen. Yes. Richtig gut. Der war gut. So, jetzt Satzball endlich, oder? Zu 6 gewonnen den ersten Satz. War knappes Ding. 90% erster Aufschlag. Zwei Asse. Ja, kein Doppelfehler. 25 Winner, aber 23 Unforced Errors. Ja, war ein hartes Stück Arbeit, aber erster Satz geht an Zverev. Ja, damit auch die erste Folge sozusagen des Achtelfinales ist zu Ende. Wird noch mindestens eine geben. Mit Pech könnte es sogar noch zwei Sätze geben. Mal schauen. Also, dann erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.